Okay, ja, wenigstens haben wir ihn gefunden und dann können wir jetzt mit ihm zusammen darüber aufbrechen. Ich hoffe, es gibt jetzt auch irgendwelche Erfahrungen dafür, dass ich dir jetzt hinterher dackel, nachdem ich die Höhle ja eigentlich schon vor 30 Jahren gesehen habe dort und schon längst gewusst habe, dass ich dorthin muss. Wegen dir habe ich 70.000 Crawler töten müssen. 70.000! Ach, was sage ich? 700.000! 7 Millionen! Und dann sind noch 13 Milliarden dazugekommen aus den Ruinen. Ganz allein, mit meinem Finger habe ich die getötet. So, schön, dass wir jetzt hier hinkommen. Mit dem Finger. Solar Plexus und so. Weißt du, was das heißt, ne? Bam! Mensch, hier ist es aber finster. Und da haben wir ihn. Es ist gut, dass du gekommen bist, Wanderer. Wohl wahr, wohl wahr. Der Weg zu Merdarion. 500 Erfahrungspunkte für uns. Na, immerhin. Hat sich ja unglaublich gelohnt, ihn zu suchen. Und da haben wir endlich Merdarion gefunden. Den nächsten Wassermagier auf der Liste müsst ihr dann... Vatras haben wir noch gar nicht befreit in Lago, fällt mir gerade ein. Na, sowas. Ansonsten müsste das ja dann Numero 5 sein? Wir haben Nefarius gefunden, wir haben, sagen wir mal, wir haben Vatras schon gesehen, wir haben ihn ja durch die Tür durchgesehen. Dann haben wir noch Satoras und Myxir gehabt, genau, Merdarion ist der 5., fehlt noch Kronos auf jeden Fall. Und wer noch, ist die Frage, einer müsste noch fehlen, oder? Wenn ich mich nicht irre, oder sind es bloß 6? Ich weiß es gar nicht. Egal, aber Kronos ist noch irgendwo, ich weiß nicht, wo der ist, den will ich aber auf jeden Fall finden, weil ich den töten möchte. Er ist doof. Gut, dass du gekommen bist. Ja. Merdarion, was machst du hier? Ich studiere die Schriften des alten Volkes. Was kann ich für dich tun? Bachelorstudium oder Master? Erzähl mir von deinen Studien. Du solltest dir altes Wissen aneignen. Die alte Magie ist eine mächtige Waffe. Ich kann dir nur das geben, was ich gefunden habe. Aber in den Ruinen lebt der alte Mesir. Er handelt mit alten Artefakten. Ich habe den Nomaden von dir erzählt. Als sie von deinen Heldentaten hörten, konnte ich sie kaum bändigen. Wenn du vorhast, Morasul anzugreifen, kannst du auf die Hilfe der Nomaden zählen. Sie wollen alle an deiner Seite kämpfen. Ah ja, das ist ja schön, dass Merdarion in höchsten Tönen von uns berichtet hat. Das ist ja super. So, bei ihm können wir, wie bei den ganzen Wassermagiern, eigentlich unglaublich viel lernen. Die sind halt eben irgendwo Koryphäen der Magie. Während wir, na gut, die Sache ist halt auch... während wir die Magie Ada, Quatsch, die Magie Innos und Beljas auch an den Schreinen von Innos und Belja lernen können, gibt es ja keine Adanos-Schreine. Das heißt, die Wassermagier sind die einzige Lernquelle für irgendwelche Zauber der Magie. Was quatsch ich denn? Für irgendwelche Zauber Adanos, Mensch. Gott verdammt. So, gewähre mir Ausdauer, gewähre mir Lebenskraft. Ja, wir sehen jetzt ja schon hier ran, das sind ja eigentlich so die Sprüche, die er liefert, der Held, wenn er an die Altäre tritt. Ich will mal kurz gucken, was haben wir denn eigentlich? 10 Lernpunkte, okay. Ja, dann reden wir mal mit Kajor, wenn wir uns denn hier wieder rausfinden. Ich sehe nichts! Hier, da ist der Ausgang. Warum macht er das so finster hier in der Mitte? So, Nomade. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Morasul zu befreien zum Beispiel. Hey Kajor! Willkommen! Merdarion hat uns schon viel über dich berichtet. Wir sind bereit für dich zu kämpfen, Entscheider. Aber noch ist es nicht an der Zeit. Wenn du das Artefakt aus dem Tempel in deinen Händen hältst, werden wir Morasul angreifen. Okay. Wie kannst du mich noch unterstützen? Ich kann mein Wissen mit dir teilen. Ja, Kampf und Jagd, wie immer halt. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, große Waffenarmen, boah, bitte, als ob ein Nomade mit einem Zweihänder rumrennen würde, also wirklich. Bring mal. Bring mir das über die Jagd bei. So, hier haben wir Wildjäger, Großwildjäger und Umgang mit Bogen, ja, brauche ich alles nicht. Gut, aber es ist schön, dass wir dich jetzt auch kennengelernt haben, Kajor, ist gut, dass wir auf deine Hilfe zählen können, sobald wir das Artefakt aus dem Tempel geborgen haben. Gut, dann können wir eigentlich wieder nach Morasul aufbrechen, wo wir schon lange nicht mehr waren, muss ich zugeben. Aber erstmal Steintafeln lesen. Wir machen jetzt auch mal Bachelorstudium in altem Wissen. Lies bitte, lies. Ganz viel, genau. Dadurch, also allein durch die Tafeln, wir haben ja keinen einzigen Lernpunkt darin investiert. Allein durch die Tafeln können wir schon ziemlich viel altes Wissen erwerben. Also das ist schon
Nicht ohne. Wir sind ja jetzt schon bei, mal gucken, was wir zusammenkriegen, aber ich denke mal so 80 werden es wohl schon werden, oder? Was sind die? Ach, plus 6 sind die bloß. Na gut, dann wird es nicht ganz 80, 78 werden es. Aber trotzdem. Ist fast 80. Also wir haben jetzt schon ein altes Wissen 80, ohne auch nur einen Lernpunkt dafür ausgegeben zu haben. Ich find's gut. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, haben wir denn einen Teleport nach Morasul? Ja. Natürlich haben wir das. Warum auch nicht? So, swoosh, wieder hin in die Stadt. Schön. Dann können wir jetzt erstmal, genau, wir stehen ja gerade hier am Stadteingang, dann können wir erstmal kurz zu Kafu runterspringen. Kafu? Nee, hier nicht. Müssen wir bloß mal gucken, wo er war. Hier drüben lang? Ja, hier drüben müsste es sein irgendwo, oder? Oder bin ich in einer ganz anderen Ecke? Das kann natürlich durchaus sein. Kafu? Kein Kafu. Warte mal, da drüben ist Osten. Ja, hier unten noch, ne? Ja, komm, lass runterhüpfen. So, hüpf, hoch. Das hier drüben sieht doch aus, als ob es richtig wäre. Ja, genau. Da haben wir Kafu, dann geben wir dem guten Herrn mal sein Gold zurück und dann müssen wir mal zu Hamid, dem wir ein Artefakt versprochen haben. So. Die Wachen sind erledigt. Ausgezeichnet, Vater der Stärke. Natürlich hast du dir eine Belohnung verdient. Wenn du mir jetzt noch mein Gold wiederbringst, kannst du dir meines unendlichen Dankes sicher sein. Das gibt gute Erfahrung, sehe ich gerade. Hier hast du deine 700 Goldmünzen zurück. Ich danke dir, Vater der Klugheit. Aha. Nimm dieses Wasser und einen Teil meines Goldes als Zeichen meiner Dankbarkeit. Meine Gebete begleiten dich auf allen verdorrten Wegen, die du gehen wirst, mein Freund. Ich mag diese lautmalerische Sprache. Gut, es gibt nämlich auch nochmal für uns ein bisschen Ruf in Morasul, so habe ich mir das doch gedacht. Für so ein paar Goldstücke, das ist schön. So. Sieht übrigens schön aus, also wenn gerade nicht Palmen verschwinden. Ich finde die Aussicht hier schön auf Al-Shadim runter von Morasul aus. Da hat auch im Rollenspiel Maris hat in seiner Jugend oftmals auf den Mauern hier gesessen und nach Al-Shadim rübergesehen. Stör mich nicht. Ist ja gut. So, dann gehen wir mal zu Hamid, um bei dem die Sache zu klären mit dem Artefakt. Und dann müssen wir nochmal zu Masil, um zu sagen, dass wir Ragnarok abgeliefert haben. Was wir nicht haben, aber ist ja egal. So, ich muss bloß kurz mich orientieren. Da drüben ist Gonzales Palast. Wir wollen hier hin. So, ruckel, ruckel, ruckel. Hamid. Hamid. Hier ist das Amulett von Ilya. Ausgezeichnet, Sohn der Verlässlichkeit. Hier ist dein Lohn. Wenn du Interesse hast, kann ich dir noch ein Geschäft anbieten. Jo, thanks, Bro. Sag mal an. Erzähl mir von deinem Geschäft. Gehe für mich zur Oase des Murat und entsende ihm meine Grüße. Gib ihm das Amulett als Geschenk. Als Geschenk? Er wird es nicht annehmen, ohne dir ein Angebot dafür zu machen. Verstehe. Bei wie viel soll ich einschlagen? Du wirst nichts anderes akzeptieren als die liebliche Jasmin. Sie ist der Preis, den ich begehre. Jasmin, nichts anderes. Ach stimmt, Jasmin ist für Hamid und die andere Tussi, die wird für Gonzales sein. So war das, glaube ich, gewesen. Wie viel ist für mich drin? Ich gebe dir einen Haufen Gold und ich werde mich bei Gonzales für dich einsetzen. Bei Gonzales? Gut, okay, das machen wir natürlich gerne, natürlich. Gut, ich bin dabei. Nimm das Amulett und lass dich nicht reinlegen, hörst du? So, natürlich machen wir das nicht. Wir kennen uns doch aus, wir haben doch auch schon mit dem Ilya ganz gut Geschäfte gemacht. Das hat doch auch funktioniert. Ragnarok ist bei der Ausgrabung. Gut, dann können wir jetzt zum Geschäft kommen. Na klar doch, mein Freund. Worum geht's? Also erstmal brauchen wir ein bisschen Gold. Und ich weiß auch schon, wie wir das bekommen. Ich habe da einen Erzrohling. Wenn wir den verkaufen, kriegen wir eine hübsche Summe Gold. Was meinst du? Was verlangst du für den Erzrohling?
Nun, du musst wissen, ich habe mir Gold geborgt von ein paar Geschäftspartnern. Mit dem Erz sollte es kein Problem sein, meine 3 Schuldscheine einzulösen. Ich kriege den Rohling und du deine Schuldscheine. Für uns beide ein gutes Geschäft. Was sagst du? Ja, machen wir mal. Ich sehe mir die Sache mit deinen Schuldscheinen mal an. Gut. Hier ist der Erzrohling. Ich würde ihn jetzt selbst einlösen, aber... Naja, wenn ich damit irgendwo auftauche, kriege ich höchstens einen Bruchteil des Wertes. Verstehe. Ist doch immer dasselbe. Gut, Schuld und Scheine. Die Frage ist bloß, zu wem müssen wir gehen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht probieren wir es gleich mal bei Hamid. Vielleicht ist da ja auch einer. Nein. Gut, dann vermute ich mal, wir dürfen mal wieder zu Ilya rennen und dem anderen Typen, der dort mit rumsteht. Fesul heißt er, glaube ich, ne? So, gucken wir mal. Hier sind wir beim Palast. Ich will mal ganz kurz auch nochmal mit dem Wächter hier reden, mit dem Palastwächter. Philippe? Ach nee, du bist ja der Arena-Mann. Von dir gibt's nichts mehr, genau. Genau, die Arena, Quatsch, der Palast ist ja hier drüben. Ach nee, komm, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann gehe ich auch durch die Händlergasse und schaue, wen ich da bequatschen muss. So, Masils Schuldschein. Aha, na hier haben wir es doch schon. Ich will Masils Schuldschein. Wie viel verlangst du dafür? Ich will dir kein Gold abnehmen. Du wirst es bei den anderen brauchen. Und was willst du? Nichts. Jedenfalls jetzt nicht. Ich komme später darauf zurück. Okay. Nichts dagegen, mein Freund. Gut, dann haben wir schon mal den Schuldschein von Ramon. Das war einfacher als gedacht. Und ich wüsste jetzt nicht, worauf er dann nochmal zurückkommen möchte. Aber das werden wir bestimmt noch sehen. Gut. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Ilya und Fesul hier rumstehen. Mal gucken, ob das vielleicht schon klappt, dass sie das sind. So. Ach ja, der Dicke, natürlich. Alles klar. Der Dicke ist wieder im Geschäft. Na also, geht doch. Eine Belohnung sollst du auch haben. Da möchte ich auch drum gebeten haben. Hier, nimm dies. Ich denke, das ist in deinem Sinne. Gutes Gelingen bei den weiteren Aufgaben, die auf dich warten, Fremder. So, der Dicke hat den Dicken wieder ange... Oder der Dicke kann wieder vom Dicken was beziehen. Gut, Heiltränke und 400 Goldstücke, wunderbar. Und ein Level up. So, ach übrigens, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier haben wir einen Knast. Also der ist jetzt auch nichts Besonderes. Aber... Wir können uns ja mal reinstellen. Lass mich raus! Finde ich eigentlich ganz knuffig gemacht. Und vor allem selbst der Knast ist zweistöckig. Man kann sogar noch da oben sich einknasten lassen. So, ruckeln wir uns mal hin. Hier, hat man sogar noch eine schöne Aussicht dazu. Ist doch auch was Geiles. Okay, jetzt habe ich aber Ilya gar nicht gesehen. Der muss doch hier... Gehst du mal, Held? Held? Ja. Ilya, wo ist Ilya? Ilya, da haben wir noch. Masils Schuldschein, genau. Ich komme wegen Masils Schuldschein. Augenblick, ich muss sehen, wo ich ihn habe. Ah ja, es sind 2000 Goldstücke. Das ist ja ein Witz, oder? Oder ich kriege einen Erzrohling von dir. Du weißt von dem Erz? Hey, jeder hier weiß, dass Masil einen Erzrohling hat. Und jetzt schickt er dich, seine Schulden einzulösen. Also, du hast mein Angebot gehört. Tja, mein Angebot wäre, ich lasse dich am Leben, wenn du die Schnauze hältst und mir den Schuldschein gibst. Aber kann ich leider nicht auswählen. Schade eigentlich. Hier ist dein Gold für Masils Schuldschein. Heiß Abschneider. Sehr gut. Und hier ist er. Viel Spaß damit. Verfluchter Mistkerl. Okay, haben wir den von Ilya also auch. Ich will die Erzrohlinge behalten, weil wir die später noch gebrauchen könnten. So, tja, bei wem könnte er jetzt noch einen Schuld... Ach, natürlich, der Gold an alle verleiht. Nämlich Hector. Ah, sieh an, der neue Champion von Morasul. Ich wusste, dass ich auf dich setzen kann. Mann, das war ein gutes Geschäft. Stimmt, das wollte ich ja auch noch machen, zu ihm gehen danach. Okay. Ja, Schuldschein von Masil, da haben wir doch alle 3 zusammen. Gib mir den Schuldschein von Masil. Na gut, wie du willst. Hoffentlich weißt du, was du tust. Lass dich nicht von Masil reinlegen. Hier hast du den Schuldschein. Oh, ich hoffe auch, dass ich weiß, was ich tue.
Aber Marsil hat ja den letzten Tempelschlüssel, den wir noch brauchen, wenn ich mich nicht irre. Von daher bleibt uns ja nichts anderes übrig, als das Spielchen mitzuspielen, das er hier mit uns treibt.